Jeder Mensch ist anders. Aber bei manchen Menschen führt das Anderssein zu Schwierigkeiten, um an der Gesellschaft teilzunehmen, Arbeit zu finden, Mitglied in einem Verein zu sein, Kontakt zu suchen oder Freundschaften zu schließen. Es kann sich dabei um Menschen mit psychiatrischen Problemen handeln, um Menschen mit einer geistigen Behinderung, Menschen mit einem anderen kulturellen oder religiösen Hintergrund oder auch um Flüchtlinge. Quartiermachen dreht sich um das Willkommenheißen von Unterschieden. Quartiermachen ist die Arbeit an Gastfreundschaft für und durch Menschen, die sich in der Gesellschaft oft nicht richtig zu Hause fühlen. Quartiermacher arbeiten an den Voraussetzungen für eine inklusive Gesellschaft, an der auch Menschen mit Einschränkungen oder Behinderungen teilnehmen und dazugehören können und in der sie nach eigenen Wünschen und Möglichkeiten mitmachen können. Quartiermachen ist ein Tätigkeitswort, es bedeutet Machen. Quartiermachen ist das Schaffen von Möglichkeiten in der Straße, im Viertel, im Dorf, in der Stadt, um Menschen die Gelegenheit zu geben, einander zu begegnen. Am besten so unkompliziert wie möglich, zum Beispiel während eines Frühstücks im Gemeindezentrum, beim Gemüseanbau, im eigenen Stadtteil oder bei einem Community-Art-Projekt. Für Quartiermacher sind drei Voraussetzungen essentiell: Anerkennung, Gastfreundschaft, Zurückstellen. Die Anerkennung der Tatsache, dass nicht jeder auf die gleiche Art und Weise an der Gesellschaft teilnehmen kann. Menschen, die sich aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen, brauchen Gastfreundschaft, um sich willkommen zu fühlen. Was diese Gastfreundschaft bedeutet, muss zusammen mit den Betroffenen untersucht werden. Es bedeutet auch zu erforschen, wie Ausgrenzung erfahren wird und wie Anschluss erreicht werden könnte. Die Frage ist immer, was im normalen Lauf der Dinge zurückgestellt werden muss, um Raum zu schaffen für Anderssein. Mit Zurückstellen wollen wir sagen, dass der normale Lauf der Dinge oder geltende Regeln bisweilen der Partizipation im Weg stehen oder dass man diese für eine Weile mal vergessen, also zurückstellen müsste. Wir können dies in dem folgenden Slogan zusammenfassen. Was muss außerhalb des gewohnten für den ungewöhnlichen anderen getan werden? Zum Beispiel auf der Arbeit, im Sportverein oder beim Chor, in der Kirchengemeinde oder in der Moschee, bei ehrenamtlicher Arbeit oder in der Schule, beim Sozialamt oder beim Arbeitsamt. Der französische Philosoph Derrida spricht sich über das Zurückstellen des normalen Laufs der Dinge sehr entschieden aus. In seinem Essay über Gastfreundschaft sagt er. Können wir vom fremden anderen verlangen, dass er die Sprache spricht, sich benimmt wie der andere, bevor er willkommen geheißen wird? Derrida weist damit darauf hin, dass Gastfreundschaft auch bedeutet, dass der Gastherr oder die Gastfrau sich auf unbekanntes Terrain begibt. Kurz gesagt, man wird aufgefordert, aus bekannten Strukturen herauszutreten. Quartiermacher nageln Menschen nicht auf ihre Beschränkungen fest, sie schauen vielmehr nach dem, was Menschen sehr wohl können, ohne dabei die Verletzlichkeit, Stigmatisierung und die Ausgrenzung zu vergessen, die oftmals mit einer Beschränkung einhergehen. Quartiermacher fördern eine Gesellschaft, in der Stärke und Verletzlichkeit zusammen gedacht und gelebt werden können. Eines der Dinge, an denen Quartiermachen arbeitet, ist das Schaffen von Nischen. Nische ist ein schönes Wort für Orte in der Gesellschaft, an denen Menschen, die anders sind, die Freiheit und Sicherheit erfahren, so sein zu können, wie sie sind. Zum Beispiel in einem Gemeindezentrum. Orte, an denen auf ihre Verletzlichkeit nicht mit Unverständnis reagiert wird. Eine Nische ist eine empowernde Umgebung. Sie sorgt dafür, dass Menschen in Kontakt mit ihren Stärken kommen. Eine Gesellschaft mit einer großen Diversität an Nischen ist deshalb selbst auch stärker. Sie gibt mehr Menschen eine Perspektive auf ein gutes Leben. Nische klingt zunächst einmal schön, sie kann aber auch eine überbeschützende Umgebung sein, in der Menschen sozusagen eingeschlossen werden. Ein Zentrum, an dem Tagesaktivitäten stattfinden, kann zum Beispiel ein sicherer Hafen sein. Wenn es jedoch nicht auch als Ausfuhrhafen in die Gesellschaft fungiert, läuft etwas falsch. Das passiert zum Beispiel, wenn sogenannte reguläre Orte innerhalb der Gesellschaft, wie normale Arbeit, Sport und andere Freizeitaktivitäten, unzugänglich bleiben oder wenn Professionals sich nicht ausreichend für das Ermöglichen von Partizipation ausrichten. Quartiermachen kann auch so zusammengefasst werden: Arbeiten an der Beteiligung von Menschen, die anders sind. Ein Quartiermachers Festival ist eine gute Möglichkeit, um an dieser Beteiligung zu arbeiten. Bildende Kunst, Theater, Poesie, Tanz oder Musik bieten Menschen, die am Rand stehen, die Möglichkeit, um in die Öffentlichkeit zu treten. Die Kunstproduktionen bringen eingerostete Bilder über Menschen mit Einschränkungen in Bewegung und unterstreichen das Verlangen mitzumachen und dazuzugehören. Das Gleiche gilt für die Methoden Storytelling und Photovoice, bei denen Menschen ihre Geschichte zeichnen oder ein Foto machen, das für sie bedeutungsvoll ist. Es geht dabei zum Beispiel um deine Erfahrungen als psychiatrischer Patient, bei denen Stigmatisierungen ans Licht kommen können oder bei denen ein Genesungsprozess illustriert wird. Anschließend werden diese Fotos und Geschichten verwendet, um dich und deine Erfahrungen sichtbar zu machen, zum Beispiel an Schulen oder in Gemeindezentren. Eine andere Möglichkeit ist das Organisieren von Buddy-Projekten. Menschen, die mit Ausgrenzung zu tun haben, geben häufig an, dass ihnen mit einem Buddy sehr geholfen ist, jemand, der sich zusammen mit ihnen in die häufig als ungastlich erfahrene Außenwelt begibt. Der Buddy hilft dabei, dass sich jemand zu Hause fühlen kann und sorgt, wenn nötig, auch dafür, dass auch die anderen sich bei dem Neuling zu Hause fühlen. Buddys brechen das Eis für den komischen Vogel. Die Buddies wiederum geben an, dass es für sie sehr schön ist, für jemanden von Bedeutung sein zu können, der dank sei ihnen wieder die Aussicht auf ein sinnvolles Leben bekommt. Wollen Sie mehr wissen über Quartier machen? www.quartiermarke.nl